Seit Montag, 23. März, sind über die Sparkasse Anträge aus der ersten Phase des Hilfspaketes der Bundesregierung möglich. Unter anderem hat die KfW dazu die eingespielten bestehenden Programme erheblich erweitert. Die KfW hat bestehende Programme für Liquiditätshilfen stark ausgeweitet, um Unternehmen den Zugang zu Krediten auch in diesen schwierigen Zeiten zu erleichtern. Das sind vor allem der KfW-Unternehmerkredit für Unternehmen, Einzelunternehmer und Freiberufler, die schon mehr als 5 Jahre bestehen, und der EIP-Gründerkredit universell für jüngere Unternehmen. Diese Angebote sollen in Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die jetzt durch die Corona-Krise in größere Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind, aber grundsätzlich zum Jahresende 2019 gesund waren. Die Sparkasse unterstützt die KfW dabei bei der Risikoprüfung und so können Kredite bis zu 3 Millionen Euro deutlich schneller zugesagt werden als üblicherweise. Für Selbstständige und Freiberufler hat die Bundesregierung ein weiteres Hilfsprogramm im Bundeskabinett am Montag verabschiedet. Hier geht es um Kundengruppen, die von den bestehenden Programmen nicht ausreichend erfasst werden und bei denen vor allem Zuschüsse wirksam sind. Wir fungieren dabei als wichtiges Bindeglied und Mittler des größten jemals beschlossenen Maßnahmenpakets des Bundes für die deutsche Wirtschaft.